Die zweite Liga, der 32. Spieltag und es hört einfach nicht auf zu kribbeln. Die Spannung bleibt einfach ganz oben in dieser Liga und deshalb freuen wir uns natürlich besonders darauf. Marcello und ich. Marcel, wie ist deine Auswertung? Hallo Carsten, meine Auswertung ist positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. 6 von 9 richtigen Tipps, das liest sich ganz gut. Letzte Woche waren es ja 9 von 10 in der zweiten Liga. Das heißt, wir kommen jetzt über 2 Spieltage hinweg auf eine Bilanz von 15 von 19 und das kann sich, denke ich, sehen lassen. Und wie gesagt, ich verspreche keine richtigen Tipps. Alles, was ich hier sage, ist ohne Gewähr, ist alles eine subjektive Wahrnehmung. Aber wenn euch das trotzdem gefällt, was wir hier tun und wir weiter wachsen wollen gemeinsam mit euch, dann lasst doch auf jeden Fall gerne mal hier unten die Abo-Glocke läuten und empfiehlt uns vor allen Dingen weiter und auch unsere Seite wettbasis.com, Wettbasis Instagram. Folgt uns da gerne, denn da findet ihr wirklich sehr, sehr informativen, guten und wichtigen Inhalt für eure Tipps. Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Zur Vorbereitung kann man das sehr gut nutzen. Vor allen Dingen könnt ihr es auch nutzen, um etwas zu gewinnen beim Predictor hier bei uns. Marcel hat mich übrigens überredet. Ich bin jetzt auch Kandidat bei diesem Predictor. Mal schauen. Ja, ich bin ein überragender Tipper, werdet ihr sehen. Dann werde ich meine erfolgsversprechenden Tipps auch abgegeben haben. Ja. Carsten, ich habe dich angemeldet mit deinem Spitznamen plus dein Geburtsdatum, also die Milchkuh 27. Nein, wir werden mitmachen. Das ist ja ganz klar, jetzt am kommenden Wochenende werden wir Fuß am Ball übrigens. Fuß am Ball ist mein Kampfname. Ja, bitteschön. Ja, wir werden beide gemeinsam mitmachen am kommenden Wochenende und wenn es euch schon immer mal gereizt hat, besser zu sein als ich, besser zu sein als Carsten, dann macht auf jeden Fall mit. Nochmal der Hinweis, ihr braucht nichts weiter tun, außer eure E-Mail-Adresse angeben und ihr könnt trotzdem Cash gewinnen und das Ganze ohne Einsatz. Das heißt, ihr setzt 0 Euro ein, könnt im Monat bis zu 250 Euro gewinnen und ganz ehrlich, Carsten, wer jetzt noch nicht mitmacht, wenn er gegen uns beide auch mal antreten darf, der ist selbst dran schuld. So, und der FC St. Pauli könnte auch selbst dran schuld sein, wenn sie als Abstiegskandidat tatsächlich noch nach ganz oben gehen, so heißt es in die Bundesliga. So weit ist es nämlich nicht mehr. Es sind 4 Punkte bis zum Relegationsplatz, bis zum HSV. Das gleiche gilt für Fortuna Düsseldorf. Also muss man sagen, mehr an Spannung gibt es ja gar nicht. Samstagabend also am Millerntor St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Absolut richtig, Carsten. Du hast jetzt die Ausgangslage schon angesprochen. Ich sag mal so, die Ausgangslage entscheidet hier bei mir sogar darüber, welchen Tipp ich im Endeffekt abgegeben habe. Denn eins ist klar, ein Unentschieden hilft keinem der beiden Teams. Eine Niederlage sowieso nicht und deswegen werden beide Mannschaften auf Sieg spielen. Auch im Fall eines Unentschiedens müssen weiter beide Mannschaften nach vorne spielen, das Risiko suchen, weil sie eben da sein wollen, wenn der HSV auf dem Relegationsplatz nochmal patzt. Und ja, wir sprechen ja von 2 durchaus formstarken Mannschaften. Und formstark ist in der Hinsicht sogar ein bisschen untertrieben, denn St. Pauli ist die erste Mannschaft überhaupt in der eingleisigen zweiten Liga, die 12 ihrer ersten 14 Rückrundenspiele gewinnen konnte. Übrigens spielten nur Freiburg und die Hertha mal historisch bessere Rückrunden als St. Pauli aktuell. Ja, das haben sie aber noch in der eigenen Hand, da diesen Rekord einzustellen oder sogar zu toppen. Und Düsseldorf ebenfalls mit einer sehr, sehr guten Form, denn die haben nur eines der letzten 10 Zweitligaspiele verloren, haben 21 von möglichen 30 Punkten in diesem Zeitraum gesammelt. Nur St. Pauli hat mehr Punkte geholt. Und dementsprechend treffen die beiden formstärksten Teams der letzten 10 Spieltage sogar aufeinander. Und St. Pauli hat noch einen interessanten Spieler, nämlich Lukas Daschner. Und der hat letzte Woche erstmals in seiner Zweitliga-Karriere 2 Tore vorbereitet beim 3:0-Erfolg in Darmstadt. Und er war in seinen letzten 3 Einsätzen für St. Pauli immer mindestens an einem Tor beteiligt. Und nicht umsonst ist er auch der Topscorer seiner Mannschaft. 8 Tore, 6 Vorlagen. Und mit Lukas Daschner in der Startelf gehe ich davon aus, dass auch diesmal wieder Tore fallen werden am Millerntor. Samstagabend, Flutlicht, 2 offensive Mannschaften, die unter Druck stehen, die siegen müssen. Deswegen 1,75 über 2,5 Tore. So, und der HSV scheint wieder mal ein Saisonfinale hinzulegen, wo alle Fans denken, oh mein Gott, wo landen die jetzt schon wieder? Ja. Der HSV mit Tim Walter, mit Jonas Bold, die müssen aufsteigen, sonst ist wirklich mal die nächste Zäsur wieder angesagt bei diesem großen Club. Jetzt spielen sie beim kleinen Jan Regensburg. Ja, und die kämpfen gegen den Abstieg. Also
Gute Ausgangsposition. Ja, Carsten, und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Bin natürlich auch wieder sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Auf eure Meinung bin ich sehr gespannt. Haut die gerne mal in die Kommentare rein. Und ich sage nämlich, Tim Walter wird spätestens nach Saisonende das gleiche Schicksal ereilen wie Mersat Selimbegovic vor wenigen Tagen. Nämlich, Selimbegovic wurde entlassen beim Jahn Regensburg, der Trainer. Und ich glaube, auch Tim Walter wird dieses Spieljahr nicht als HSV-Trainer beenden. Also bis zum 30.06. wird er von seinen Aufgaben entbunden werden. Da bin ich fast überzeugt davon, weil ich nicht glaube, dass der HSV aufsteigt. So, Shitstorm kann losgehen. Ihr könnt gerne anfangen. Bitte nicht persönlich werden. Ich habe kein persönliches Problem mit Tim Walter. Ich habe kein persönliches Problem mit dem HSV. Ich glaube aber allerdings, dass sich der Trend der letzten Wochen, der letzten Jahre ein Stück weit fortsetzen wird. Denn der HSV, Carsten, steht bei 2 Siegen aus den letzten 8 Partien. Der HSV hat seit Beginn des 24. Spieltags demnach gemeinsam mit Kaiserslautern mit Kaiserslautern die wenigsten Siege gefeiert in der zweiten Bundesliga. Und der HSV ist auch mittlerweile schon wieder seit 6 Auswärtsspielen sieglos. Ja, nur zwei Auswärtspleiten gab es zuletzt sogar in Folge. Und das einzige Glück, was sie jetzt haben, ist die Tatsache, dass sie gegen Regensburg spielen. Und Regensburg hat keines der letzten 6 Zweitligamatches gewonnen. Regensburg ist allgemein auch einer der heißesten Kandidaten auf den Abstieg und ist zudem seit mittlerweile 7 direkten Duellen gegen den HSV sieglos. Aber, jetzt kommt das große Aber, zu Hause hat Regensburg nur eines von 4 Spielen gegen den HSV verloren. Also vielleicht ist doch ein bisschen Überraschungspotenzial vorhanden. Ich sage jedoch nein. Ich sage, diesmal wird der HSV die Oberhand behalten. 1,85 gibt es für den Auswärtssieg der Hamburger. Der Tabellenzweite, Heidenheim, zu Gast in Paderborn, das ist schon eine Hürde. Also da muss ich sagen, da könnte Heidenheim auch Probleme bekommen. Die sind defensiv brutal stabil, da müssen wir jetzt nicht lange drum herum reden. Aber trotzdem glaube ich, das ist eine große Hürde. Ja, Carsten, um vielleicht nochmal kurz zu bestätigen, zu belegen, was du mit Defensivstärke meinst. Heidenheim hat zuletzt 4-mal in Folge zu 0 gespielt. Ja, 4-mal in Folge ohne Gegentor geblieben. Über die Saison hinweg sind es schon 14 Clean Sheets, also klarer Bestwert in der zweiten Liga. Und gerade auch auswärts hat sich Heidenheim zuletzt sehr stabil präsentiert, sowohl was die Defensive angeht, aber auch was die Ergebnisse angeht. Denn seit 5 Auswärtsspielen ist Heidenheim inzwischen schon ungeschlagen. Das haben wir mal als Factbox vorbereitet. Und Heidenheim hat außerdem keines der letzten 5 direkten Duelle gegen Paderborn verloren. Gut, das könnte man jetzt alles noch so ein bisschen beiseite schieben, weil die Tagesform entscheidet. Aber ich sag mal so, die Konstellation spricht ebenfalls für Heidenheim. Warum? Heidenheim ist sicherlich mit einem Punktgewinn in Paderborn nicht ganz unzufrieden. So würden sie den HSV mal mindestens auf 2 Punkte Distanz halten. Plus Paderborn, wenn sie nochmal oben anklopfen wollen, bei aktuell 6 Punkten Rückstand, dann müssen sie dieses Spiel eigentlich gewinnen. Und ich glaube, es gibt im Unterhaus kaum eine bessere Mannschaft im Konterspiel, im Umschaltspiel als Heidenheim. Und deswegen sollte diese Konstellation den Gästen sogar ein bisschen in die Karten spielen. Und deswegen sage ich auch zu einer hohen Quote von 2,12, dass Heidenheim nicht verliert. Doppelte Chance x2. Und das Ganze kombiniere ich noch mit dem über 1,5, also mindestens 2 Toren im Spielverlauf. Am Freitagabend beginnt die zweite Liga mit zwei Abstiegskrachern, nämlich der erste lautet Sandhausen gegen Hansa Rostock. Für die Rostocker ja mal wieder mit ein bisschen Wind für die Fahrt der Kogge. Carsten, Sandhausen gegen Marcel, Rostock. du klingst bedrückt. Lass mich Ja, wissen, was los ist. ich klinge bedrückt, weil Sandhausen gegen Rostock ist jetzt, glaube ich, kein Fußballspiel, für das ich 200 € bezahlen würde. Aber natürlich die Aber nur Ausgangslage. 190. Wir Ja, nehmen auch nur die 190. Ausgangslage gibt natürlich sehr viel Brisanz her. Das ist ja ganz klar. Sandhausen steht extrem unter Zugzwang. Sandhausen stellt außerdem die schwächste Defensive der zweiten Liga, 59 kassierte Gegentore. Sandhausen hat seit 16 Zweitligaspielen nicht mehr zu Null gespielt und jetzt treffen sie auf eine Mannschaft, die würde bei FIFA eine sogenannte Inform-Karte bekommen, nämlich Hansa Rostock, denn die haben zuletzt 3-mal in Folge gewonnen und 3-mal in Folge ohne Gegentreffer sogar gewonnen. Ja, dadurch haben sie jetzt mittlerweile sogar 4 Punkte Vorsprung auf die Relegation. Das hätte den Rostockern vor 4, 5 Wochen eigentlich niemand wirklich zugetraut, dass sie jetzt in einer derart guten Ausgangslage sind vor den restlichen 3 Spielen. Und trotzdem muss man sagen, dieses Duell gibt es jetzt zum 6. Mal insgesamt und bei den bisherigen 5 Duellen konnte nie die Heimmannschaft gewinnen. Und ich sage, genau dieser Trend wird sich fortsetzen. Und deswegen gehe ich auf die Quote 1,80 für den Tipp Draw No Bet 2. Das heißt, im Fall eines
Unentschieden. Gäbe es den Einsatz zurück. Dennoch sehe ich die Vorteile bei John Verhoek und Co. Und Carsten, John Verhoek, der hat gegen keinen anderen Verein mehr Tore erzielt als gegen Sandhausen, nämlich insgesamt schon 6. Und er hat am letzten Wochenende endlich seine Durststrecke beenden können, der Holländer. Ja, hat nach 20 aufeinanderfolgenden Partien, in denen er nicht getroffen hat, endlich mal wieder einen Torerfolg bejubeln können. Das war dann gleich ein sehr wichtiges Tor beim 2-0-Erfolg gegen Regensburg. Und er kam da, hat dabei auch sein erstes Tor als Joker erzielt seit Herbst 2017. Deswegen, ich bin gespannt, ob er diesmal von Alois Schwarz in die Startelf geschickt wird oder abermals als Edeljoker. Nichtsdestotrotz Rostock für mich in dieser Partie mit leichten Vorteilen. Der nächste Abstiegskracher lautet Magdeburg als Gastgeber für den 1. FC Nürnberg. Und es gibt ja das geflügelte Wort, der Club ist adept. Also die dritte Liga ist nicht so weit entfernt für den Altmeister. Ja, Carsten, das muss ich dir auch wieder komplett recht geben. Wobei Abstiegskracher finde ich hier ein bisschen übertrieben. Für Nürnberg geht es um den Klassenerhalt. Magdeburg hingegen wird nächstes Jahr definitiv in der zweiten Liga spielen. Da lege ich mich einfach mal fest. Die brauchen auch, glaube ich, nur noch einen Punkt, um auch rechnerisch das Ganze zu fixieren. Und im letzten Spieltag gab es auf Nürnberger Seite eine Situation, Carsten, die hat mich an unser Aufeinandertreffen in München erinnert, ja, als wir hinter der Kamera mal kurz aufgenommen haben und du mich ganz, ganz übel weggekrätscht hast. Ja, vielleicht können wir das Video hier nochmal reingeben oder unten in die Kommentare mal reingeben, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich glaube, damals waren wir noch sehr, sehr klein. Das heißt, das haben vielleicht noch nicht alle gesehen. Deswegen, wenn ihr sowas war nicht verpasst... War keine gelbe Karte. Ja, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, wie Carsten einen jungen, unschuldigen Weltklasse-Fußballer umgrätscht, dann schaut euch das gerne mal an. Nämlich Windahl und Schindler, Torwart und Abwehrchef, Torwart und Kapitän, die beiden sind aneinander gerasselt, gegeneinander gekrätscht sozusagen. Dadurch haben sich beide Spieler verletzt. Beide Spieler werden ausfallen. Schindler als Kapitän sogar für die restliche Saison. Und das tut den Nürnberger natürlich extrem weh, wenn zwei dieser Stabilisatoren in der Defensive fehlen. Denn eins konnte man den Nürnbergern in der Vergangenheit zumindest oftmals nicht vorwerfen. Das war eine zu schwache Defensive. Meistens war es die Offensive, die gehakt hat. Und das lässt sich auch anhand von zwei interessanten Statistiken belegen, denn Nürnberg ist zum einen das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga mit 10 Toren und sie haben auch erst 11 Treffer markiert in der Fremde, also mit Abstand den schlechtesten Wert. Und in der Hinrunde gewann Magdeburg bereits mit 2-1 und Magdeburg ist allgemein in einer guten Verfassung und deswegen sage ich auch diesmal doppelte Chance 1x und unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,05. Fürth gegen Braunschweig. Kurz und schmerzlos von dir was dazu? Ja, Carsten, da vielleicht mal die Faktbox gleich an den Anfang gesetzt. In der laufenden Saison hat Fürth 3 von 5 direkten Duellen gegen Aufsteiger verloren. Ja, das ist auf jeden Fall eine überraschende Bilanz, wenngleich man sagen muss, die meisten dieser Niederlagen kamen auswärts zustande. Fürth ist zu Hause eine ganz, ganz andere Mannschaft als in der Fremde. Und obwohl Fürth jetzt mittlerweile seit drei Zweitligaspielen sieglos ist, glaube ich nicht daran, dass Braunschweig über diese Auswärtsschwäche, die sie haben, hinwegkommen wird. Auswärts gewann der BTSV nur eines der letzten 9 Matches und kein einziges Team feiert über die Saison hinweg weniger Auswärtssiege als die Braunschweiger. Hinzu kommt, dass mit Nicolaou ein ganz, ganz wichtiger Spieler ausfällt und das könnte sich insofern problematisch auswirken, als dass Braunschweig ohne ihn 2,3 Gegentreffer im Schnitt pro Partie kassiert hat, mit ihm nur 1,6. Das heißt, dieser Ausfall ist sehr, sehr schmerzhaft und deswegen sage ich, Fürth holt mindestens einen Punkt, doppelte Chance 1x und verbinde das Ganze mit dem unter 4,5 zu der geringsten Quote des Spieltages zu einer 1,50. K gegen K, Kiel gegen den KSC, ja, beide Clubs relativ ruhig im Moment unterwegs. Ja, für beide Mannschaften geht es um nichts mehr, weder nach unten noch nach oben. Ruhig unterwegs würde ich insofern auch bestätigen, als dass beide Mannschaften zuletzt auch Formprobleme hatten. Ja, Karlsruhe hat in keinem der letzten 8 Zweitligaspiele zu 0 gespielt. Karlsruhe ist seit 4 Auswärtsspielen sieglos und sie haben insgesamt auch 8 von insgesamt 15 Auswärtsspielen verloren. Und Kiel ist 3-mal in Folge sogar ohne eigenen Treffer geblieben, haben zuletzt sogar 3-mal in Folge verloren, das erste Mal übrigens in der laufenden Saison. Und weil es dennoch um nicht viel geht und ich glaube, dass beide Mannschaften gerade dann zum Spielende hin auf Sieg spielen werden, weil ein Unentschieden, ja, das ist so ein langweiliges Ergebnis, das braucht kein Mensch in dieser Situation. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass mehr Tore in der zweiten Halbzeit fallen. Und genau das ist mein Tipp für diese Partie. 1,90 ist die Quote.
Kaiserslautern als Gastgeber für Bielefeld. Und die beiden Mannschaften haben in den letzten Wochen schon auch für Spektakel gesorgt, für Überraschungen, für Dinge, die jetzt als Tipper natürlich schon auch Sorgen machen, denn die kann man so richtig nicht einordnen. Ganz schwer, Carsten, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Du Ja, hast es angesprochen. da haben sie dir eine schwierige Aufgabe gegeben. Mir Ja, ja ja. auch. Der Prediktor wird sehen, was ich da spiele. Ja, ich bin schon sehr gespannt, Carsten. An der Stelle übrigens auch Tradition hat auch ein gewisser Emerson Fittipaldi. Carsten, du Ach du kennst ihn? lieber Gott. Jetzt fährt er mit uns Auto. Er fährt mit uns Auto. Ja, Ja. Emerson genau. Fittipaldi, einer der Vorsänger, die brasilianische Flagge im Autorennen Abs hochgehalten. absolute Formel-1-Legende und den haben wir interviewt auf unserer Seite wettbasis.com. Er hat sich mal geäußert über die aktuelle Formel 1, über die Vorteile, die Nachteile. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut gerne mal rein, wettbasis.com und natürlich auch Abo dalassen, damit wir einfach auch wachsen, gemeinsam wachsen, damit ihr nichts verpasst, was wir hier tun. Und Carsten, ja, zu deiner Frage, Kaiserslautern gegen Bielefeld, ich sag mal so, Lautern hat an den letzten 9 Spieltagen so wenige Punkte geholt wie kein anderes Team. Ja, nur 4 Punkte an den letzten 9 Spieltagen. Kaiserslautern hat dementsprechend auch nur eines dieser vergangenen 9 Matches siegreich gestalten können. Plus Kaiserslautern hat in den letzten 3 Zweitliga-Heimspielen gegen Bielefeld nicht mal ein Tor erzielen können. Ja, und jetzt komme ich nochmal, Carsten, denn das letzte Heimtor der Pfälzer gegen Bielefeld, das datiert aus dem März 2014. Und weißt du, wer es geschossen hat? Boah, das Ich gebe letzte dir, ich, ich geb, Heimtor. ich geb dir einen Tipp. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Er ist aktuell bei RB Leipzig unter Vertrag. Der letzte Abwehrspieler. Abwehrspieler, Willi Orban. Ganz genau. Willi Orban im März 2014 das letzte lautere Heimtor gegen Bielefeld. Es wird also mal wieder Zeit und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Bielefeld den nächsten Rückschlag erleiden muss, denn Bielefeld schon wieder seit 5 Spielen sieglos. Aktuell sind sie auf dem Relegationsplatz, haben schon 4 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das heißt, vieles deutet darauf hin, dass der Bundesliga-Absteiger direkt um den gegen den Verbleib bzw. gegen den Abstieg in die dritte Liga spielen muss. Und ich sage tatsächlich, dass Kaiserslautern dieses Spiel gewinnt. Ich sichere mich aber ab, weil es eben wirklich eine sehr, sehr heikle Ausgangslage ist mit vielen Eventualitäten, die eintreten könnten. Und deswegen gehe ich auf das Draw No Bet 1 zu einer Quote von 1,80. Ja, und dann haben wir das letzte Spiel an diesem 32. Spieltag in der zweiten Liga und Darmstadt 98 muss nur noch einen kleinen Schritt machen. Dann sind sie angekommen in der Bundesliga. Schaffen sie das in Hannover? Ich glaube schon. Die Ausgangslage ist natürlich auch hier blendend für die Lilien, denn sie brauchen an diesem Spieltag nur die exakt gleiche Punktzahl holen, die der HSV holt. Ja, das heißt, sollte der HSV verlieren, wäre Darmstadt aufgestiegen und das ohne eigenes Zutun. Ja, aber wenn Darmstadt gewinnen sollte, sind sie ohnehin durch, dann kann sich der HSV auf den Kopf stellen. Und Hannover hat in der zweiten Liga gegen keine andere Mannschaft so oft verloren wie gegen Darmstadt 98. Hannover hat zudem in 14 Rückrundenspielen nur 12 mickrige Punkte verbucht, also wirklich eine ganz, ganz katastrophal schlechte Bilanz vorzuweisen. Schon 28 Gegentreffer kassiert, also exakt 2 Gegentreffer im Schnitt pro Partie. Und Darmstadt hat jetzt am letzten Wochenende den ersten Matchball vergeben mit diesem 0:3 gegen St. Pauli. Ich glaube nicht, dass sich das wiederholen wird. Ich glaube, Darmstadt ist zu gefestigt, zu stabil. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Mannschaft, die schon 9 Auswärtssiege geholt hat in der laufenden Saison, auch diesmal punkten wird in Niedersachsen. Und mein Tipp lautet doppelte Chance x2 und unter 3,5 Tore. Quote liegt bei 2,05. Und Carsten, ich bin sehr gespannt, wie die Meistershirts der Darmstädter aussehen werden. Ja, kannst du mal persönlich nachschauen. Ja? Du bist ja nicht so weit weg davon. So, das war unsere Zweitligasendung. Ja, wir hatten viel Spaß und mit Sicherheit auch einige Infos, die euch weiterhelfen können. Moment, da kommt noch mal einer um die Ecke und der will immer wieder was sagen. Ne? So ein bisschen Schweinchen schlau ist er schon. Ja, Carsten, weißt du, was meine große Leidenschaft ist neben dem Fußball? Tennis. Ja, NFL, Tennis. NFL, Tennis. Tennis Pizza. ist eine große Leidenschaft von mir auf jeden Fall. Natürlich auch für viele Sportwettenfreunde, weil Tennis sich einfach sehr, sehr gut anbietet. Viele Spiele, immer relativ gute Quoten auch teilweise, die man absahnen kann. Und wenn ihr Tipps bekommen wollt zum anstehenden WTA und ATP Masters in Madrid, ja, ein
eines der bedeutendsten Sandplatzturniere vor den French Open, die ja Ende Mai anfangen, dann schaut gerne mal auf unserer Seite. Wir haben da unter anderem die Sendezeiten für euch, wir haben die Top-Spiele für euch analysiert, wir haben Tipps mit euch gemeinsam, beziehungsweise für euch analysiert und herausgegeben. Und deswegen schaut einfach mal auf unsere Seite, wettbasis.com. Und Carsten, mein letzter Verweis, unsere Instagram-Seite, die wächst und wächst und wächst und wächst. Unter anderem ist auch mal ein Zitat von mir mit dabei. Und wenn ihr trotzdem dem Ganzen folgen würdet, kann man das auch wieder löschen? Ja. Ja, und deswegen sage ich ja, Carsten, wenn ihr trotzdem den Ganzen folgen würdet, dann folgt uns bei Insta, lasst ein Abo da bei unserem YouTube-Kanal, damit wir wirklich auch in Zukunft derart spannenden und informativen Inhalt mit euch teilen können. Wunderbar. Und hier ist die Übersicht der Tipps für den 32. Spieltag. Wie gesagt, ich glaube, die zweite Liga brennt und da sollte man einfach dranbleiben. Für euch noch der Hinweis, international sind wir natürlich auch gut aufgestellt und haben dann am Wochenende Ulf Kirsten zu Gast, der uns zum Thema Bayer Leverkusen gegen die Roma natürlich auch weiterhelfen kann. Euch ein schönes Wochenende.